Grüß dich, schön dich zu sehen. Ich habe einen Klassiker. Spaghetti mit Tomatensauce, Spaghetti di Pomodoro mit selbstgemachter Tomatensauce. Ich habe jetzt Zwiebeln, die hacke ich jetzt schön fein. Und dasselbe mit den Knoblauchzehen, die ich hier vorbereitet habe. Dann nehmen wir noch ein paar frische Basilikumblätter, die genau ein bisschen schneiden. Dann nimmst du einen Topf, Olivenöl hineingeben. Sobald das Olivenöl heiß ist, geben wir die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Und die Zwiebeln und Knoblauch werden nun im Olivenöl leicht angedämpft, angebraten, bis sie schön glasig sind. Und nun kommen die Tomaten hinzu. Du kannst frische Tomaten nehmen, du kannst passierte Tomaten nehmen oder wie ich hier nehme, aus der Büchse, das sind Pelatis. Sind für mich die aromatischsten Tomaten, die es gibt für eine Tomatensauce. Die Büchse auswaschen mit Wasser und das geben wir auch hinzu. Leicht rühren. Und nun würzen wir die ganze Tomatensauce noch ab. Und zwar mit Salz, Pfeffer, Oregano passt natürlich ganz gut dazu. Und noch der geschnittene Basilikum hineingeben. Gut mischen und dann lassen wir es ganz leicht köcheln. Für ungefähr eine halbe Stunde. Die Tomatensauce hat jetzt gut für sich hingeköchelt, hat gut Aroma gezogen durch die Kräuter, Gewürze und Tomaten. Aber die Tomaten sind jetzt noch ein bisschen dick. Wir wollen sie verkleinern. Du kannst Kartoffelstampfen nehmen und das Ganze verstampfen. Ich liebe es recht gerne, das ist ein bisschen grob noch. Oder kannst zum Beispiel auch den Stabmixer nehmen und mit dem Stabmixer deine Tomatensauce fein pürettieren. Hier kannst du auch wieder sehr individuell natürlich nach Stärkegrad pürettieren, wie sie es ganz, ganz dünn haben oder halt noch ein bisschen leicht körnig haben. Kochtopf mit Wasser füllen, Salz dazugeben, Olivenöl braucht es nicht, aufkochen das Wasser. Und dann geben wir natürlich die Spaghetti in das kochende Wasser hinein. Also, Tomatensauce ist fertig. Spaghetti sind al dente. Du weißt, was al dente ist. Wenn du auf die Spaghetti drauf beißt und im inneren Kern noch ein bisschen hart ist, das ist al dente und das ist der genau richtige Zeitpunkt zum Anrichten. Also, wie richten wir es an? Du kannst die Tomatensauce nehmen, die Spaghetti abschütten und wieder in den Topf geben und so auf den Tisch stellen. Und jeder kann für sich nehmen, wie er gerne hat. Du kannst auch die Spaghetti nehmen, abschütten, wieder zurück in den Topf, die ganze Tomatensauce nehmen, über die Spaghetti rühren, mischen und den ganzen Kübel auf den Tisch. Herrlich, wenn du eine große Familie hast. Ich zeige dir jetzt aber noch eine Variante, wie du dir eine Spaghetti mit Tomatensauce individuell für jede einzelne Person mit verschiedenen Geschmäckern anrichten kannst. Ist auch noch ein bisschen schöner fürs Auge. Nicht, dass die anderen Varianten nicht okay werden. Hey, die sind super, ist lecker. Aber schau mal, was man noch mehr rausholen kann, vor allem wenn du Gäste hast zum Beispiel. Dann nimmst du eine kleine Bratpfanne, erhitzt diese, gibst Olivenöl hinein, ganz wenig, nimmst kleine Tomaten, das sind Cherry-Tomaten, halbierst diese und gibst sie ins Olivenöl und die brätst du hier drin. Ganz leicht an, damit sie schön Farbe kriegen am unteren Teil. Beidseitig ein bisschen anbraten, diese kleinen Tomaten. Wir nehmen nochmals eine Bratpfanne, die wird wieder erhitzt. Wir geben ein wenig von unserer Tomatensauce in diese Bratpfanne hinein. Und nun kannst du hier individuell noch ein bisschen abwürzen, was jeder gerne hätte. Will ein bisschen scharf haben, nimmst du natürlich ein bisschen Peperoncini oder Tabasco. Kannst auch Mozzarella-Stücke nehmen, das ist auch sehr gut. Diese Tomatensauce erhitzen hier drin. Du nimmst die Spaghetti direkt aus dem Topf hinaus und gibst sie hier in die Tomatensauce hinein, inklusive dem Wasser, das abtropft.
in der Tomatensoße drin mischen, machst deinen Teller bereit, nimmst deine Gabel, einen großen Löffel, dann deine Spaghetti hier auf dieser Gabel so gut wie es geht aufwickeln, auf den Teller geben. Voilà. Ein bisschen Parmesankäse darüber. Die gebratenen Tomatenstücke auf den Teller geben und noch ein bisschen Basilikum als Dekoration. Und du hast ein wunderschönes Spaghetti di Pomodoro Mittagessen. Ein alter Klassiker. Spaghetti mit selbstgemachter Tomatensoße. Einfach lecker. Die Kinder lieben es. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns demnächst. Bitte bleibt gesund. Ciao.